Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Der Kollege hinter der Kamera hat Geburtstag und da habe ich mir gedacht, vielleicht hat er ja einen Wunsch frei. Hast du irgendeinen Wunsch? Ja, können wir bitte drin drehen? Na gut, dann gehen wir rein. Sie haben ja sicher schon von AIDA Selection gehört und davon, dass wir immer wieder neue Häfen für Sie erschließen. Dabei besuchen wir auch die allergrößten Kulturstätten der Welt. Wir haben einen Auszug begleitet in die Felsenstadt Petra. Viel Spaß damit. Ich bin der Mahmoud Yunis, seit 1990 deutschsprachiger Reiseführer. Ich bin heute derjenige, der Sie durch Petra führt. Und ich wünsche Ihnen auch viel Spaß in Jordan, besonders in Petra. Alles, was man an den Felsen sieht, ist durch die Erosion entstanden. Die Berge, die wir hier sehen, bestehen aus etwa 90% Klebestoff und 10% verschiedenen Mineralien. Hier fängt schon der Schlucht an oder Sieg. Alles durch einen tektonischen Einbruch entstanden. Außer die zwei Stellen hier, rechts und links, wo man die Nischen sieht, die hat man herausgemeißelt. Wow, das ist einfach nur beeindruckend. Das ist der Pharao-Schatzhaus. Warum Pharao-Schatzhaus? Sieht man ganz weit oben ist die Urne. Und sie sind der Meinung, dass die damals die Nabatäer ihr Gold da drin deponiert haben. Daher meinten sie, dass der Pharao Schatzhaus. Und sie haben immer drauf geschossen und auf dem Gold gewartet, wo es gar kein Gold runtergekommen ist. Alle Gräber, die man auch schon hier sieht, an der Wand, die Königsgräber oder die anderen Gräber, sind eigentlich aus dem Stein herausgemeißelt. Und das besteht aus Sandstein, weiche Sandstein, hat man schon damals mit Eisenspitzen und Feuersteinspitzen herausgemeißelt. Und das war eigentlich sehr weich zu verarbeiten. Danach musste man verputzen, damit auch nicht mit der Zeit kaputt geht. Petra in Petra! Wie sowas früher geschaffen werden konnte, fasziniert mich immer wieder. Vor allem, dass das auch noch alles so schön erhalten ist hier, ne? Das finde ich öfter. Aber trotzdem, wir freuen uns jetzt auf die Klimaanlage auf dem Schiff. Im trüben November braucht man wirklich strahlende Sterne. Und da kommt so das helle Licht eines neuen Schlagerstars genau zur rechten Zeit. Und wir bei AIDA fördern wirklich jedes Talent. Unser Entertainment Manager Stefan Hartmann als Schlagerstar. Viel Spaß. Dankeschön, Beach Club, ihr seid der Hammer! Dankeschön!
Stefan wird Schlagerstar, ich werde Akrobat und Sie bekommen die Verlockung der Woche. Und wenn Ihnen das nicht reicht, dann gehen Sie in die Reisebüro oder auf die Seite www.aida.de. Bitteschön. Wohlfühlen auf AIDA, das bedeutet unterwegs zu sein. Zunächst vom Basishafen Dubai durch das Arabische Meer in den Hafen von Muscat im Oman. Der nächste Hafen ist Abu Dhabi. Wir machen noch Halt in Bahrain, bevor es wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt Dubai geht. AIDA Luna war ja auf richtig großer Fahrt. Viele von Ihnen haben die Bordgeschichten verfolgt. Jetzt habe ich noch einen klitzekleinen Nachschlag. Bitte schön. Moin Moin von AIDA Luna. Wir sind an unserem letzten Tag der Reise in Santo Domingo. Vielen Dank, dass Sie uns die letzten zwei Wochen auf dieser unvergesslichen Reise begleitet haben. Vielen Dank auch an alle Gastkünstler und die tolle Crew an Bord. Aber wir sind nicht die Einzigen, denen es so gut gefallen hat. Also das absolute Highlight war erstmal für uns die komplette Reise an sich. Weißt du, was sind unsere Flitterwochen? So, für uns sind die letzten 24 Stunden angebrochen auf der AIDA. Für uns war es traumhaft. Wir sehen uns 2017 wieder auf AIDA sehen. Die Reise auf der AIDA hat uns wieder richtig viel Spaß gemacht. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Ja, heute ist leider unser letzter Tag. Und wir haben ein wunderschönes New York genießen können. Das hat uns sehr gut gefallen. Danach Miami. Ich möchte mich persönlich verabschieden hier. Es ist eine Trauminsel mit Traumleuten. So, everybody, vielen, vielen Dank und tschüss, auf Wiedersehen. Wir sehen uns in Deutschland wieder. Also, have a great holiday. Kommt sie gut über die Adventszeit, die Weihnachtszeit. Und wir müssen hier weiter schwitzen den ganzen Winter lang und in der Karibik fahren. Reisen, sagt man, ist doppelte Lebenszeit. Und das waren wieder zwei Wochen auf der AIDA Luna voller Magie der Momente, toller Shows, toller Menschen, einer tollen Crew. Und ich kann nur sagen, danke dafür. Oh, I think to myself, what a wonderful world. Oh, yeah. Und was gibt's heute zu essen? Herr Kapitän, meine kulinarische Empfehlung für Sie heute Abend, Färbelhummer in all unseren Restaurants. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder der Woche. Ich wünsche Ihnen einen tollen Sonntag, bis zum nächsten Mal. Wird das Fernweh immer größer, bis es nicht zu halten ist? Lass dich von Gefühlen leiten. Willst du die schönsten Orte sehen? Lass dich einfach mit uns treiben. Also komm, leider.